Lass den Alkohol weg. Nee. Okay. Der Dille, das war fast im gleichen Moment, da war der Ball gleich drauf gerade. Hat der Insulaner einen nervösen Finger? Da killt der vor meinen Augen den Keks. Oh. Das arme Keks! Oh. Insu, das ist jetzt so der Kill, ist der locker, hä? Huh? Was? Ja. Ja. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Insu? Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Das war. Man merkt, hinfort mit dir raus in die Freiheit. Weil er jetzt wieder diese investigative Rolle annimmt. Meinst du? Vielleicht. Ja. Zeit ist es nicht. Schwierig. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch viel Spaß im Raten und Killen. Ich werde ins Bett hüpfen. Morgen früh ist ja kein Käffchen, weil wird ja heute noch ein Weilchen gehen. Also werden wir uns bestimmt morgen oder spätestens am Sonntag wieder lesen. War wie immer ein sehr netter Abend. Gute Nacht. Dankeschön, Marley. War super, super spannend auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Also. What the fuck? Also, Hellmaster. Ja? Ich war live dabei. Du bist es auf jeden Fall gewesen. Wie kommst du auf die Löwe? Ich bin als erstes aus dem Security-Raum raus gewesen. Löwe, ich bin jetzt gerade mit der ganzen Gruppe rumgerannt. Löwe, wie kommst du auf die Idee? Ich war doch gerade hier im Dingsraum und du hast quasi vor meinen Augen. Das kann nicht sein, Löwe. Ich bin gerade eben mit der Gruppe und Hellmaster reingelaufen. Ich bin derjenige, der reportet hat. Du bist es. Der Löwe? Nicht? Ja. Okay, ja. dann ist es Tai und Hellmaster. So, weil erstens mal, Hellmaster, du bist mir eine ganze Zeit hinterhergerannt. Und immer wenn irgendwie Gegenverkehr kam, Hellmaster und Tai, macht's keinen Fehler. Ohne Scheiß. Also Hellmaster ganz sicher und Tai deckt ihn, die zwei sind's. Ich bin das mit Ding der Gruppe die ganze Zeit rumgelaufen, du hast verloren, Löwe. Lass mich doch nicht so verarschen. Ich stand im Raum und ich hab's genau gesehen. Ihr seid ja manchmal schon ein bisschen deppert. Lass den Alkohol weg. Nee. Das ist jetzt komisch, weil ich bin ja reingelaufen mit der Gruppe, mit Hellmaster da, und mit Silas und mit 5FPS-Kaktus. Löwe war auf der Leiche gestanden. Der Einzige, der nicht dabei war, dann war Soccer Dream tatsächlich. Weil Hellmaster, Silas, 5FPS und ich sind die ganze Zeit in der Gruppe rumgelaufen. Das heißt, du möchtest jetzt was? Ich genau würde jetzt Soccer Dream voten und raushauen. Ich auch. Okay. Weil das ist der Einzige, also, der nicht dabei war. Ja, ich schalte mich mal hier wieder ein. Also, ist ja. Also, an sich müsste klar sein, dass ich Crewmate bin, aber ist okay. Dass mich keiner gesehen hat, ist. Muss richtig, gar nicht klar sein. Ich habe verdächtigt dich schon, seit du aus Navigation rausgelaufen bist, weil du gewendet hattest, wahrscheinlich. Deshalb habe ich dich vorhin nach dem Weg gefragt. Nein, also hier ist jetzt ganz klar, dass es Tai sein muss. Nein, ich bin's nicht. Ich bin die ganze Zeit in der Gruppe gewesen. Nee. Soccer also ist es. Ich kann's nicht, wirklich nicht sein. Leute, ey, ernsthaft, nein. Ihr seid. Oh, Gottes Willen, ja, viel Spaß euch. What the fuck? Ey, das kann doch nicht sein. Ich war die ganze Zeit mit Hellmaster, mit FPS. Und was zum Fick, Alter? Das kann gar nicht sein. Wir sind in den Raum reingelaufen und Münchner Löwen steht auf dem fucking, auf der fucking Leiche. What? Wie geht das denn jetzt bitte? Und Hellmaster war in der Gruppe die ganze Zeit. Wie ist denn der Kill unter... Wie soll denn bitte der Kill unter... LOL? Wie soll denn bitte der Kill unter Münchner Löwen passiert sein? Jetzt mal ohne Scheiß. Ey, ich kapier's nicht. Ich kapier's gerade nicht. Ohne Scheiß nicht. Der Kill unter Löwe, der kann nicht von einem von uns vier gewesen sein. Wir waren in einer Gruppe unterwegs. Der war direkt unter Löwe gelegen. Ohne Scheiß.
Und wir waren zu viert unterwegs. Ich komme rein und reporte direkt. Warum hat Löwe den scheiß Kill da nicht gesehen? Und wenn Soccer Dream nicht war, dann muss es einer von uns gewesen sein. What the actual fuck? Ich verstehe es null. In dem Fall immer der, der am meisten stichelt. Ich bin's aber nicht. Ich bin die ganze Zeit bei euch in der Gruppe unterwegs gewesen. Ich kapier's gerade null, wie der Kill passieren konnte. Ich bin auch ratlos. Scheiße. Ich kapier's also ehrlich nicht. Ich glaube, dass es Datei ist, weil Datei auch so vehement auf den Zocker, weil der Zocker ihm gefährlich werden kann mit seinen Rückschritten. Das ist nicht mal, er war einfach nicht in der Gruppe. Das war der einzige Grund, weil mir zu viert unterwegs war, kommen in den Raum, unter Münchner Löwen liegt diese scheiß Leiche. Ja, aber komisch, der Teil rennt doch immer als erstes zu dem Panel, wenn Oxygen ausgelöst wird, im Gegensatz zu dir, Hellmaster, ne? Ja, ich bin doch hingelaufen. Immer nach mir, das stimmt auch. Ich glaube, auf den ersten habe ich Ich glaube jetzt einfach, was Löwe eingegeben. Gesagt hat, hat halt einfach gestimmt, aber... Ach, jetzt war, der Kaktus ist am Sticheln. Ey, ich habe die ganze Zeit überhaupt nichts gesagt. Was ist hier mit dem Zeiles eigentlich? Der ist zurück die ganze Zeit mit seiner Bummelmütze da. Der läuft die ganze Zeit mit mir zusammen. Der ist Kaktus, wir sind eigentlich immer so zu dritt. Du hast gar keine Chance, ein Kill zu machen, wenn wir immer zusammen sind, ist ja klar. Ja, wir müssen das erstmal entscheiden, ne? Tja, der Tai hat angefangen zu sticheln. Ich hab die ganze Zeit die scheiß Oxygen abgebrochen. Hä? Ich denk, München hat vielleicht doch irgendwas. Oh, ihr seid verrückt, ey. Tschüss. Ich mach die ganze Zeit Oxygen als erster, Jungs und Mädels. Ich kapier den Kill nicht, ohne Scheiß nicht. Wie kann denn der Kill passieren, dass Münchner Löwen den Kill nicht... Ich kapier's nicht. Ja, war klar, ich wusste es. Gar nicht mehr. Ey, Silas, wie hast du diesen Kill unter... Wie hast du den Kill hinbekommen? Ja, eine Minute, bevor er in der Gruppe zu mir gekommen hat. Ja, aber warum hat Münchner Löwen den nicht gesehen? Er kackt das zusammen. Ey, und einmal war er alleine im Admin-Raum, da habe ich ihn gekillt. Ey, ohne Witz, das ist die ganze Zeit. Hellmaster, warst du das nicht? Nee, war er nicht. Das Blöde ist halt, ich habe keine Ahnung, was Löwe gemacht hat. Löwe hat absolut, er hat gar nichts gesehen. Der stand natürlich habe ich das gesehen. Aber, du standest 20 Sekunden auf meiner Leiche rum, hast dort rumgetanzt und dann auf den Bildschirm geschaut. Du hast da niemanden gesehen. Ich lag da schon seit 40 Sekunden tot rum. Ich komme da hin und Münchner Löwen steht auf der Leiche, weißt du? Hat halt alles zur Niederlage geführt. Natürlich, ich habe doch in die Kamera geschaut. Nein, das, was euch zur Niederlage geführt hat, ist, dass ihr beide euch getrennt habt. Weil da hatte ich nämlich Ich hab dir vertraut. Lass mich das kurz erklären, weil da habe ich euch beiden erstmal auseinandergebracht, dass diese Dreiergruppe da weg ist. Und dann habe ich halt gewartet und irgendwann war halt mal der ganz allein, dann habe ich den einmal schnell umgekillt und ihr habt euch da ja natürlich noch gegenseitig mit Löwe und Tai und Zocker gegenseitig aufgestichelt, dass ich mir gedacht habe, gut, die musst du leben lassen. Ey, das ist nicht wahr, ich hab dem Kerl vertraut, der hat mir gerade noch dreckig ins Gesicht gegrinst. Oh, wie geil. Also, dass ihr mich rausgeworden habt. Du warst der Einzige nicht in der Gruppe, Soccer Dream, von allen, die in der Gruppe da waren. Es war ab der ersten Runde klar, dass ich Crewmate bin. Das hat Warum? Schon alle gesagt. Nee, du warst aber für mich fast die ganze Zeit. Ja, tut mir leid. Aber die Fehlinformation von Löwe hat halt... Die hat komplett gekillt halt dann. Ja, auch. Genau, das hat mir in die Karten gespielt. Ne? Dann lasse ich natürlich Löwe am Leben. Ja, wie kann man nur so aber soll ich mal ehrlich was sagen? Das Vertrauen in der Beziehung ist auf jeden Fall jetzt futsch. Ne? Ey, sorry, dem vertraue ich nie wieder. Das war auf jeden Fall die losteste Runde überhaupt. Die war jetzt. Soccer-Team, es tut mir voll leid, aber du warst der Einzige, der nicht in dieser Vierergruppe dabei war, weißt du? Und da ist ein Kill direkt unter Münchner Löwen. Wenn es nicht Löwe ist, kannst du jemand sein, der nicht in der Gruppe ist, weißt du? Oh Mann, ey. Es war doch länger wie gedacht. Es war super schön auch, es hat echt Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, die geilste Runde für mich war immer noch, wo ihr Insulane in der ersten Runde rausgekickt habt und ich nur auf den Fehler von euch gewartet habe und die dann eiskalt ausgenutzt habt. Ey, das war so böse. Aber Hauptsache danach werde ich erstmal rausgeworden, weil ich nicht da war. Ja, weil du nicht in der Gruppe warst, ja. Und Rot war tot. Rot war tot. Könnt ihr ja angucken. Also ich mache jetzt den Stream aus. Dankeschön fürs Zuschauen, alle, die dabei waren. Und Dankeschön für euch, dass ihr mitgezockt habt. Und wie gesagt, wir machen wieder ein Community
Zocken, Online-Liga-Community, Zockerabend. Da werden wir dann gucken, wann, wie, wo. Das erfahrt ihr alles auf Twitch streamen oder auf Twitter oder auf Insta oder. Wahrscheinlich wieder an einem Freitag, weil es einfach sich am besten anbietet für sowas. Von daher, viel Spaß euch. Ciao, ciao.